Internet, liebe Damen und Herren zu Hause, herzlich willkommen zu Spieltag Nummer 4. Vielleicht habt ihr gerade die Stimme vernommen, vielleicht kennt der ein oder andere sie auch. Kevin Gerwin, das ist der Hallensprecher der Rhein-Neckar-Löwen im Handball zu Hause. Außerdem Nationalmannschaft nimmt er auch gerne mit. Also, auch beim Hallensprecher haben sich Eli und Toni was überlegt. Apropos Toni, der nimmt gerade neben mir Platz. Ich werde ihn jetzt eintasten. Schauen wir mal in der Zeit auf die Startelf One Football. Die müssen auf drei Jungs verzichten. Chandra, der Kapitän, fehlt wegen Abschlussprüfung. Hebecker, der hat ein Alumni-Treffen in Amerika. Und Göker, der hat Urlaub. Also das die normalen Probleme des Lebens. Und auf der anderen Seite die Vontorias. Das ist die Mannschaft, die in der letzten Woche ihren ersten Sieg gefeiert hat. Dementsprechend sind die hochmotiviert. Also, Toni eröffnet Spieltag Nummer 4, das erste Mal im neuen Zuhause in Düsseldorf. Und es hat sich schon wieder was getan. Man hört es bestimmt über die Außenmikrofone. Noch mal mehr Stimmung als in der letzten Woche. Direkt. Hatten wir das schon mal? Indirekter Freistoß? Nein, haben wir noch nicht. Rückpass war das, ne? Ja. So, top, die Wette gilt. Kluft hat letzte Woche einen reingezimmert. Sag ich doch. Und Mehl mit der ersten Parade. Hätte aber auch sehr gut sein können. Erstes Tor mit der Pike, glaube ich. Das haben wir letzte Woche häufiger gesehen. Und ich glaube, wenn ich der Kameraführung vertrauen darf, war es Kamil Kucharski, der auch schon letzte Woche getroffen hat. So ist es. Perfekt, neben den Pfosten gesetzt. Kamil Kucharski, der polnische Kleinfeldnationalspieler, mit dem ersten Tor. Ich guck bei dir mit auf dem Monitor, sonst sieht das immer so aus. Oh, gut gespielt. Jetzt noch. Oh. Ja, vor dem Tor. Bislang noch nicht. Patermann. Schön zurechtgelegt und abgeschlossen. Jewgeni Patermann, den haben sie gedraftet. Heute erst der zweite Einsatz für ihn für One Football und direkt das erste Tor. Tänzchen gewonnen und dann mit dem Innenriss an Bolvin vorbei. Das Ganze natürlich auf Tape. Ja. Vorne wieder liegen gelassen. Die Chance war wieder, war echt eine große Chance wieder. Nee. Super gesehen, super rübergelegt und vollendet von den Vontorias. Das natürlich ungewollt von Bastian Grauwatsch, aber jetzt rollt der One-Football-Zug. Perfekt rübergespielt. Ja. Ist aber auch so heftig genug, 3:0 zur Halbzeit für den Tabellenführer gegen die Vontorias, die es nicht schlecht gemacht haben bis zum Abschluss. Zeit für den Red Bull Energy Break. Okay, die Möglichkeit, noch mehr Land zwischen sich und die Vontorias zu bekommen, was Tore angeht. Überzahl für One Football und das sollte das funktionieren, dann wird es schon sehr knifflig. Also die erste Minute haben sie sehr gut verteidigt. Muss man sagen, mit einem weniger. Ja. Ja. Sehr schön zurechtgelegt. Und Bolvin, aber dagegen ist er machtlos. Und ich glaube, das war Kunst. Metici. Der Athletik-Coach Hugel auch zufrieden. Ja, so ist es. Sehr schön gemacht. Und dennoch gibt es keine Alternative zum eigenen Tor. Das fehlt immer noch. Und jetzt bringen sie sich da gegenseitig mächtig in die Bredouille. Mehr noch. Jetzt reden wir dann doch darüber, dass das Buch sich so langsam gefährlich zuklappt. Flo wurde kurz geghostet. Ja. Habt ihr alle da draußen wahrgenommen. Es war öffentlichkeitswirksam, genauso wie das Tor. Der neue Torjäger. Also die 18 Sekunden, die müssen sie noch mal marschieren jetzt. Ja, also Abschlussschwäche ist zurück. Letzte Woche lief so gut.
8 Tore gegen Motor Neufundland, aber diese Woche ist wieder der Abschlusswurm bei den Vontorias zu Gast. Metici. Unterdessen One Football, wunderschön. Sich den Gegner zurechtgelegt. Jetzt geht's hin und her. Kluft. Gut gemacht. Gut. Unnämlich. Ja. Mit Bande und mit Unterstützung. Durchgetankt, ey. Das ist echt das Geile, ne? Er hat das Ding vorne an die Latte, dann ist das Spiel vorbei. Und er ging so. Er könnte jetzt vielleicht sogar noch einen draufsetzen. Ne, ist aber gar nicht, aber ist auch wurscht aus Sicht von One Football. Deckel drauf, 6:3. Das war's. Ja, vielleicht hat er auch recht. Er hat die Hallenmasters inhaliert früher. Stuttgart, der geht drüber. 7:3. Also das Ergebnis spiegelt die Partie auf dem Feld nicht wieder. Aber auch das wird bei One Football niemanden interessieren, wenn du so frei bist. War gar nicht so easy. Nimmt den Volley, kurze Distanz. Ja, war schon auch easy. Das hast du Clemens Burmeistern gefallen getan. Das war's. One Football gewinnt 7:3 gegen die Vontorias. Clemens Burmeister hat mal höher gespielt beim Hallenfußball. Möglicherweise, wer weiß. Ja. Wer auf jeden Fall schon wieder höher gespielt hat, ist One Football. Absolut. 7:3 MVP Yevgeni Paterman. Also die Vontorias bleiben bei 3 Zählern stehen und One Football, da muss erstmal jemand kommen, der sich schlägt. Also hereinspaziert für das Team, das zuletzt erfolgreich war gegen Two Stripes. Und angeführt werden sie vom Teamhead Benny Henrichs, Bilo. Eli hat gerade neben mir Platz genommen, der ist krank. Ne? Kann sein Team also nur von zu Hause aus supporten. Aber immerhin, Benny Henrichs, das eine B ist da. Und jetzt auf der anderen Seite kommt gleich wieder der Eismann. Und die haben richtig was wieder gut zu machen. 4:8 gegen die Vontorias, nachdem sie 9:0 gegen Two Stripes gewonnen hatten. Hereinspaziert, meine Herren, die müssen heute liefern. Also, wenn Motor Neufundland reinkommt, dann ist ein Rave vorprogrammiert. Das war der Eismann. Jetzt gibt's unsere Champions League-Hymne quasi zu den Starting Five. Bei beiden Teams die Go-To-Guys, ganz klar. Konstantin Fries zuletzt ein Dreierpack auf Seiten von B2B United. Auf der anderen Seite Karim Benjaminer, der aktuell Torschützenliste anführt mit 5 Treffern gemeinsam mit Stefan Winkel. Und ansonsten Ronny Nicol, der Mann, der hinten guckt, dass die Schüsse geblockt werden. Benny Köhler, das erste Mal seit dem ersten Spieltag wieder dabei. Auch bekanntes Gesicht auf der anderen Seite. Kapitän Ayadi, eine absolute Säule, genauso wie Torwart Gianluca Reck. Rein in diese Partie, Motor Neufundland in Rot von rechts nach links. Auch da sind sie ganz weit unten in der Tabelle und auf der anderen Seite, was Ballaktionen angeht, Motor Neufundland drittschwächster Wert. Also boah, guck mal hier. Man kann es auch umdrehen, nämlich zielstrebig. Und das ist das, was B2B macht. 1:0, die frühe Führung. Paneda. Das Team von Coach Panewitz, es war Fabian Cemail. Boah, schöne Meter. Oh mein Gott. Edinger. Also ich finde Edinger. Zweimal sah der Torwart nicht so gut aus, fand ich. Er war dran, aber er kann ihn nicht entscheidend zum Richtungswechsel verhelfen. Deswegen, ich glaube, Hamoudi Dahas ist es, der hier das Tor macht. Das ist sein Premierentreffer. Also Rob Andrich zum Beispiel, der war ja am ersten Spieltag auch da. Also er ist halt wieder da, glaube ich. Tolle Gäste. Stark gespielt, stark gespielt. Am Start gehabt, den muss er machen, vielleicht im zweiten. Jones. Oh mein Gott, zu viel. Er war ja schon grafisch eingeblendet. Jetzt weiß ich auch, wie der Edinger sich die Beule zugezogen hat. Mir rüberspielen. Ja, die super gemacht. One Motor Neufundland macht echt kein gutes Spiel, das muss man so sagen. Also sie hatten am zweiten Spieltag einen echt sehr, sehr guten Tag. Aber das wäre, glaube ich, die dritte Niederlage, wenn sie hier verlieren. Und das ist halt, das ist zu einfach. Voll auf dem falschen Fuß erwischt. Und auch da kommt Edinger nicht mehr ran. Das ist zu einfach. Ha, da haben sie Motor Neufundland überlistet. Machen die wollten zuerst den Rule Breaker nehmen. Und dann haben die Schlawiner von B2B einfach schneller drauf gedrückt. Der Ball zählt doppelt. Also wenn du damit ein Tor schießt, zählt das wie 2 Tore. Tja, Finch.
Gute Idee, aber B2B hat das mitbekommen. Schießen? Wir werden ausspielen, ja. Müssen sie ausspielen. Jetzt Mitte. Oh mein Gott. Und das war nicht geplant. Das war nicht geplant, glaube ich. Und es ist abgekoppelt. Ja, ja. Ich glaube, er wollte in die Mitte spielen, oder, Chad? Das sah ein bisschen danach aus. Also, wenn die Henrichs lacht auch. Ja. Die kurze Ecke von dort, sehr unglücklich für den Torwart. Also Motor Neufünfland steht für Spektakel. Oh. Entweder für sie oder gegen sie. Jetzt das erste Mal für sie. Zählt aber ein. Mit einem Tor wird das gewonnen. Da sehen wir Tim Kleindienst. 5 Sekunden, muss raufschießen. Torwart ausgeguckt, Nicole, ganz wichtig, Halbzeit. Weil jetzt ist Halbzeit, verhindert noch Schlimmeres und es ist auch so schon schlimm genug für Motor Neufünfland. 1:5 liegen sie zurück gegen B2B, Zeit für den Red Bull Energy Break. So, jetzt müssen sie eigentlich ganz entspannt hier das Ding machen. Sie haben Zeit. Wie gesagt, sei nochmal darauf verwiesen, dass sie, was Passsicherheit angeht, nicht das beste Team sind. Man kann es auch umdrehen, sie sind das Schlechteste. Aber vielleicht jetzt die Chance zu wachsen für B2B. Ja, Edinger, er ist zögerlich, aber kommt dann doch raus. Sie müssen sich jetzt ein bisschen beeilen. Ja, es ist noch genug Zeit, aber wie sagt man so schön, ein Momentum-Switch haben sie jetzt noch nicht gerade kreiert im zweiten Durchgang. Hebler, das ist einer für so einen Momentum-Switch. Was für eine geile Kamera. Das ist genau Hebler-Fußball. Aus der Kameraperspektive konnten wir perfekt sehen, dass er nicht drin war. Boah, ja, Reck. Nee. Oh, Gianluca. Noch einen Spruch gedrückt sogar. Da hast du dem schön einen ins Kreuz gejagt und wirst sogar mit der Zeitstrafe bestraft, ja. Da fehlt die Präzision. Hebler, gut gemacht. Ja, ja. Geh raus damit. Sehr gut. Quiring. Vielleicht noch mal in den Rückraum oder so. Sehr gut. Vorbereitet. 2:5. Das Tor war vorbereitet. Zurechtgelegt den Gegner. Es sind immer noch knapp 40 Sekunden Unterzahl. Alles offen noch. 6,5 Minuten. 3 Tore in 6,5 Minuten in der Halle. Das ist so möglich. Schauen wir mal, ob Motor Neufünfland den Torjäger-Job mal durchspielen würde, aber genau, passiert müssen, nicht. Wir müssen jetzt auch mal schauen, und der ist das schönste Tor. Was passiert hier, liebe Freunde? Heiland zeigt das Kastner-Zei. Mei, oh mei, das ist ja unglaublich hier. Bei der Icon League sehen wir hier so ein passionelles Tor, meine lieben Freunde. Wunderbar, mit dem Innenriss, oben in den Winkel. Besser geht es nicht. Nö, besser. Karim Benjamina, dem gelingt heute noch nicht viel. Was meinst du? Dem Benjamin. Ein guter Mann. Du, ich sag mal so. Dem Benjamin Karimina. Ich sag mal so, jeder hat mal seine schlechte Phase. Ne? Man kann nicht immer super. Von wegen! Und da haben Von wir wegen. Doch das Gegenargument, liebe Freunde. Da haben wir den Karim Benjamina oder von Fachleuten Benjamin Karimina genannt. Super. Da darf auch ein Kommentator neben dem anderen sitzen. Ich glaube, die den Film kennen, die wissen, was ich meine gerade. Ich fühle mich wie der eine. Der mit Ahnung. Jetzt wird es nämlich nochmal heiß. Wow. 4:6, Yildirim. Du wirst hier Zeuge einer spannenden Endphase. Ey, das 6:4, ne? Die haben jetzt aktuell gerade. So sieht es nämlich aus. Wow. Hä, wie geil. Yildirim. Die Liebe begann am zweiten Spieltag. Da hat er einen Freistoß direkt verwandelt. Oh. Dem ganz wichtig für Union Berlin. Für Union Berlin, sag ich schon. Wow. Motor Neufünfland. Wow. Auf der anderen Seite B2B. Wow. Jetzt geht's hin und her. Kurmali. Was macht der Goalie? Ja, Leute. So easy ist das auch immer nicht. Nee. Wir haben immer alle gut reden. Aber da unten. Wow. Super. Was passiert hier? Letzte Woche Dreierpack. Jetzt ist Zeit zum Feiern. Jetzt ist nämlich geil. 8:4. So, Yildirim. Wow. Ja, aber das ist, auch wenn wir in der Netto-Spielzeit angekommen sind, das ist zu spät. Und wenn es jetzt blöd läuft, dann gibt's noch einen obendrauf, schon wieder in den Winkel. Feuer!
Ja, ich würde sagen, den, das haben sie sich verdient. Sie sind besser, Jeton Rokowski. Kann passieren. 9 zu 4. Eli hat eben noch gefragt, waren wir schon mal zweistellig? Nein, waren wir nicht. Ich habe ein bisschen Angst um Motor Neufünfland. Oh. Ich habe Angst um Motor Neufünfland und direkt macht den rein! Gott. Er macht den direkt rein! Hey. Der Typ ist so irre! Bruder, was passiert hier? Eben schlägt er da den Brandi noch in die Bande und jetzt macht er so einen Abstoß. Mann, weißt du überhaupt, ja, was du hier siehst? Ja, Bro. Junge. Und ich rede nicht. Du bist Zeitzeuge, Mann. Ich bin Zeitzeuge. Guck es dir an. Wahnsinn. Gianluca Reck, das erste Mal zweistellig in der Icon League. Und Edis ist Zeuge. Ja. Der weiß überhaupt nicht, wie ihm geschieht. Doch, ich freue mich voll. Ich finde das schön. Oh. Es wird richtig, richtig, richtig finster für Motor Neufünfland. Konstantin Fries. Und die letzte Sekunde ist jetzt erreicht. Edis, super Job. Hey, es hat mir mega Spaß gemacht. Du hast es hoffe, reingebracht. Ich finde, ihr macht das wunderschön hier, wirklich. Danke, es war mir eine Freude, mal das hier selber zu machen. 11 zu 4 B2B gegen Motor Neufünfland. Das ist mit Abstand die höchste Abreibung, die wir bislang in der Icon League erlebt haben. Hereinspaziert Team Two Stripes, die zuletzt zwei heftige Dellen kassiert haben. 0 zu 9 gegen Motor Neufünfland, dann zuletzt 2 zu 6 gegen B2B United. Sie sind gefordert. Aber Felix Wiedwald, der kann wieder lachen, das ist schön zu sehen. Also zuletzt 15 Gegentreffer in zwei Spielen, deutlich zu viel. Und das Team, was jetzt kommt, hat aufhorchen lassen. 7 zu 5 gegen The Pack, 0 zu 3 zurückgelegen. Aber dann die ersten Punkte geholt, hereinspaziert Team Bürgeramt. 1 zu 6 gegen Berlin City in der Lanxess Arena, 1 zu 5 gegen die Eagles im neuen Zuhause in Düsseldorf und dann 7 zu 5 gegen The Pack. Und schon ist der Block da. Und das ist die Starting Five, für die sie sich entschieden haben. Alles bekannte Gesichter, außer Marco Djuricin. Den kennt Rob Andrich noch aus gemeinsamen Hertha-Tagen, kommt da aus der Jugend, ist sogar österreichischer Nationalspieler, auch erst 31 Jahre jung, knapp 100 Bundesligaspiele in Österreich, dazu knapp 50 in der zweiten Bundesliga, also eine richtig gute Wildcard. Und auf der anderen Seite Team Bürgeramt vertraut vor allen Dingen den Kräften, die es so hervorragend gemacht haben im letzten Spiel gegen The Pack. Rein in die Partie, Bürgeramt von rechts nach links in Blau. Da haben wir Titch Rivero, der war letzte Woche auch schon dabei. Der hat ordentlich Betriebsstruktur reingebracht und sie nutzen den Schwung und weiter geht's. 1 zu 0, Dennis Mangafitsch. Die frühe Führung, sie können den Schwung halten. Erstes Tor in der Icon League für Dennis Mangafitsch. Und auch da hatte Titch Rivero in der Entstehung Aktien dran. Titch Rivero bekommt auch viel Spielzeit. Da muss man nicht erst gucken, wie der ins Team passt. Ob es passt, das weiß man. Der Wein, der Wein, der Wein. Obacht, Leute. Two Stripes. Ihr solltet gewarnt sein. Der Doppelpacker von letzter Woche. Elias Derwein ist übrigens auch ligaweit. Der Spieler mit den meisten Aktionen. Genau richtig. Genau richtig vom Tess Valdez. Das ist das, was manch einer wohl als Sweaty Goal bezeichnen würde. Ich nenne es liebevoll Sweaty Goal. Ja, jetzt haben sie natürlich alle Zeit der Welt. Gegner locken. Ah, Derwein, der kommt nicht an. Fehler im Spielaufbau und das ist ein klares Foul. Jetzt muss Mangafitsch aufpassen. Ja. Kommt nicht ungeschoren davon. 2 Minuten für Dennis Mangafitsch. Und so doll ist die Führung jetzt nicht. Das kann richtig wehtun. Ungefähr so weh, wie dieses Foul getan hat. Das
Foul an Koya Yoshida übrigens, der jetzt gerade schon wieder im Zweikampf mit Tins Rivero ist. Direkt der Anschluss. 2-0 ist nix. Two Stripes läuft hoch an. Unter Druck setzen und es läuft sich. Der schnelle Ausgleich, eine verheerende Unterzahl für Bürgeramt. Nicht mal eine Minute sind die ein Mann weniger und sie kassieren den Ausgleich. Ganz schneller Doppelschlag. Jetzt wird es noch schlimmer. Wieder geschlafen und eiskalt abgeschlossen. Aber ein Comeback von Bürgeramt absolut möglich. Mangafitsch gut in Szene gesetzt von Tess Valdet. Um ein Haar der Treffer. Nur noch 5 Sekunden reicht für eine Derweinfackel. Aber dieses Mal nicht. Dann vielleicht nochmal in die andere Richtung. Man muss aber jetzt abziehen. Ist zu spät. Übles Foul. Aber auch da war die Halbzeit schon abgelaufen. Reicht 3-2 für Two Stripes. Nicolas Jan, die 21, rechts außen bei Two Stripes. Auch er versucht es immer wieder, ist ja ohnehin sehr torgefährlich. Das hat er in dieser Saison schon dreimal unter Beweis gestellt. Und jetzt steht er frei vor Derwein und liefert. Das ist nämlich genau das, was du nicht tun darfst. Das ist der Torjäger. Cold as ice, Nicolas Jan. Also, die Chance auf den Ausgleich. Aber die müssen ein bisschen zielstrebiger in der Offensive agieren, Bürgeramt. Im zweiten Durchgang eher Verzweiflungstaten, Schüsse aus dem Rückraum, wenig herausgespieltes. Tess Valdet bleibt direkt vorne. Jetzt mal zuschnüren. Sie haben noch 40 Sekunden, den goldenen Ball und der geht rein. Es ist der Mann, der so wichtig ist für das Spiel von Bürgeramt. Jonathan Tess Valdet. Fiebert mit. Nächster Rulebreaker. Wiedwald. Er ist jetzt richtig eingeschüchtert. Der hat Platz, aber nach der Ansage von Felix. Ah, jetzt geht er mal wieder. Jetzt traut er sich. Aber kriegt er auch den Ball. Gibt ihn direkt wieder ab. Ist das die Entscheidung? Fragezeichen. Wieder in Führung, Two Stripes. Und Ashraf sieht erneut Unheil kommen. Das ist zu einfach. Kurz ausgeführt, direkt abgezogen. Marc-André Schmerböck. 45 Sekunden noch, Netto-Spielzeit. Heißt, wenn hier der Ball im Aus ist, wird unterbrochen. Reine Spielzeit, da geht noch was. Das haben wir schon gesehen. Aber natürlich geht auch noch was in die andere Richtung. Der Finisher, Jan unterwegs, legt ihn gut rüber, Derwein. Was eine Parade. Was eine Parade gegen Schmerböck. Team lebt noch. Und rum das Ding, Two Stripes zieht diese Partie ganz, ganz spät. 5-4 gewinnen sie gegen Bürgeramt. Sie können nicht daran anknüpfen, was ihnen letzte Woche gelungen ist. Aber auch da nochmal, Chapeau Bürgeramt, das ist ein anderes Auftreten. Die sind in der Liga angekommen und da waren sie einmal nicht aufmerksam. Also gibt es heute endlich die ersten Punkte aus Sicht aller derer, die es mit seinem Team und dem von Franck Ribéry halten. Anton Rieners führt wie immer seine Bavarian-Klick aufs Feld, aber macht es auch heute auf dem Spielfeld-Klick. Das wäre jetzt wirklich mal wichtig. Jana hat es gerade gesagt, das letzte Team, das noch ohne Punkte dasteht. Sie müssen liefern wie kein anderer. Nach der Niederlage im Spitzenspiel offensichtlich Selbstvertrauen ist weiter da. Hereinspaziert Chiago und die Berlin Underdogs. Und die Hymne, und das bedeutet, wir schauen auf die Starting Fives. Also Bavarian Click, ähnlich wie in der letzten Woche. Die haben Kern saniert, schon zu Beginn
der Saison. Samir Hodžić, Denis Hoxha, Nedžad Plavci und Granit Nitsiri. Sie alle haben eins gemeinsam, denn sie spielen Kleinfeldfußball für die Roa Eagles. Und sie haben letzte Woche schon unter Beweis gestellt, auch wenn es keine Punkte gab, dass sie eine Bereicherung sind für die Bavarian Clique. Und das war ein ganz anderes Spiel, wenn dem Sinani übrigens nicht zu vergessen. Also, ihr seht, die Starting Five komplett neu. Ganz anderes Team, das hatten wir in der letzten Woche auch schon. Und auf der anderen Seite die Berlin Underdogs, die vertrauen ihren Jungs, die jetzt das erste Mal verloren haben gegen One Football. Aber klar, Giardini, Berisha, Hoffmann, das sind die Go-To-Guys, die die Säulen im Team von Gerrit Golombek darstellen. Also Berlin Underdogs letzte Woche das letzte Spiel gehabt, das Grande Final gegen One Football. Und offensichtlich haben sie nach wie vor Probleme in der Defensive. Erste Chance für die Bavarian Clique. Also es lief auch im Spitzenspiel nicht schlecht für die Underdogs gegen One Football. Es ging erst dahin, als sie den Rule Breaker spielentscheidend haben. Mit Dinger, ja. Und dachten, sie tun dem Gegner was Schlechtes, indem sie den Torwart aufs Feld stellen und den Feldspieler ins Tor. Und das Gegenteil war der Fall. Es gab zwei Gegentreffer. Oh, sehr, oha, sehr früh. Der früheste Rule Breaker in der Geschichte der Icon League. Einfach mal trauen, einfach mal trauen, einfach mal trauen, einfach mal trauen. Zurechtgelegt. Im Rückraum wäre wieder Plavci gewesen. 10 Sekunden, jetzt muss er, jetzt muss der Abschluss kommen. Ah, schade. Jetzt Hoxha! Hoxha! Wow, ja, ja. Wembley-Tor vermuten. Ich hätte jetzt auch gesagt... Nein, der war draußen, der war draußen. Ja? Ja, ja, war safe vor der Linie. Aber ich muss sagen, Bavarian Click, gut. Also, also, oh, 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 ich revidiere, Torlinientechnik muss kommen. Wir brauchen den VAR, der war definitiv zu volle Fehlentscheidung in dieser Liga. Voller Umfang. Ja. Wiska Bars hat völlig recht. Tja. Voller Umfang hinter der Linie. Also, muss man ehrlich sagen, wäre ein Tor gewesen. Wir dominieren komplett. Kommt, Jungs. Das Schöne. Oh, Torwart. Potsic. Guter Schuss. Ist auch der gute, man verliert die Spiele zwar, und ja, aber trotzdem sind die, man sieht ja hier an Bavarian Click, die sind trotzdem sehr motiviert. Und ja, lass den Kopf nicht hängen, und das ist das Wichtige im Fußball. Den Kopf. Oh. Oh, 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 da gibt's eine Karte. Da gibt's definitiv eine. Oh. Aber das hat er nicht kommen sehen, muss man ihn zugute rechnen, aber Zeitstrafe muss trotzdem. Aber er hat ihn nicht kommen sehen, der kam von der Seite. Aber die erste Situation schubst er schon und dann zieht er nach und sieht. Man sieht aber ja. Naja, der hat's nicht kommen sehen. Skrielje gegen Giardini bedeutet, die Bavarian Click wird den zweiten Durchgang in Unterzahl beginnen. 0:0 zur Halbzeit. Und wenn sie jetzt schlau sind, dann setzen sie jetzt den Rule Breaker mit, oder dürfen sie jetzt den Rule Breaker mit Überzahl. Ja, klar, das wurde ja genau bei uns im Spiel auch gemacht. Koray Kacinoğlu! Das war klar. Will verteidigen, guckt nach hinten. Und es ist zu spät. Jonas Hoffmann, der Kapitän. Jetzt die Hände weglassen, sonst gibt es gleich noch eine zweite Zeitstrafe. Boah, und dann haben sie noch die Überzahl, die sie ziehen können. Da wird ganz schön gepumpt bei Bavarian Click. Die sind einfach ein super Team. Arbeitet aber auch niemand zurück. Das ist schade. Giardini. Ich glaube, der Gruß geht an dich. Danke. Wie gesagt, die Überzahl können sie auch gleich noch. Aber es ist nur 2-0, muss man immer noch sagen. Es ist in 14 Minuten gespielt, nur 2-0. Das Ding ist schnell aufgeholt. Und genau das ist es. Schnell, es ist Halle, es ist schnell. Koray Kacinoğlu. Und jetzt ist für mich wieder alles ausgeglichen. Aber nicht aufrennen. Obacht, die haben ja immer noch die Überzahl. Ja, genau. Und deswegen verstehe ich nicht, warum jetzt attackiert wird. Warum rennt jetzt Bavarian Click ran? Warum wird jetzt aggressiv gespielt? Die Ideen und sind gut, aber sie bieten nichts an. Giardini und Hoffmann, jeweils 4 Tore, haben mehr insgesamt als die ganze Bavarian. Oh, 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 oh. Jetzt kannst du... Sonntag! Das ist auch ein richtig guter Torjäger. Den haben sie auch noch. Und Garcia. Und jetzt
wird's schon wieder richtig schwer für die Bavarian Click. Thomas Sonntag. Das ist auch so ein richtiger Goalgetter. Drittes Saisontor für ihn hier. Bei Germania Bleckenstedt steht er auch bei 6 Toren in 7 Matches. Pech kommt jetzt auch dazu. Aber zwei Leute, der 20er und der 5er decken den Raum. Also da muss einer an dem Mann dran stehen. Ja. Das ist schade. Also. Das ist schade, weil die verteidigen wirklich sehr stark und dann solche kleinen Fehler, die jetzt Spiel entscheiden. Ja, zeigt an. Rein da. Rein in die Lücke. Super aufmerksam von Ayene. Und dann Garcia. Und währenddessen auf dem Feld der Anschluss. Ich habe nicht mal gesehen, ich habe nur auf den Bildschirm geguckt. Ja, das ist, man muss sich entscheiden. Mir ging es jetzt gerade ähnlich. Anschluss. Aber wo ich Berlin Underdogs nicht verstehe, ist, wenn ich sehe, dass der Torwart... Durch die Beine. Wenn ich sehe, dass der Torwart von anderen Team ein Leibchen anhat, dann bin ich doch der Meinung, es ist nicht der originale Torwart. Das heißt, ich versuche zu schießen. Wie wenig Schüsse von Berlin Underdogs kommen, ist eigentlich erschreckend. Die können das. Aber stark. Nisha, super Abwurf. Sehr gut, Jungs! Ja, nicht sehr gut! Das ist der Fehler. Nicht sehr gut! Das ist der Fehler. Drei Leute, nimm du ihn, ich hab ihn. Nimm das du ihn, ich hab ihn. Darf nicht passieren. Also ich bin der Meinung, jetzt nicht offensiv komplett anrennen. Weil es ist, du hast noch Zeit. Die Überzahl abwarten, 58 Sekunden und dann nochmal 2 Minuten Powerplay. Geiler Ball. Guter Ball rüber. Sinani! Oh. Ja. Mit dem Innenriss auf dem Gurt. Jetzt muss er ihn ziehen. Der hätten. Franzke. Torwart. Ja. Er hätte das Foul nehmen müssen. Auf spitzestem Winkel. Fabian Schulz. Und ich sag dir, bei aller Liebe, bei aller Sympathie für die Spielweise von Bavarian Click, vor allen Dingen im ersten Durchgang, kannst du vergessen gegen diese Underdogs. Ja. Wirklich auch sehr spielintelligent. Warten ab. Aber ich bleib bei Sonntag. Ja, wenn du so eine Dinger nicht machst, dann kannst du nicht gewinnen. 10 Euro ins Phrasenschwein. Oh, Garcia, Garcia, Garcia! Und Giardini. Schade, schade. Hart, aber unfair laut Chiris. Sagen geht nicht. Gestrecktes Bein. Da sieht Emanuele Giardini natürlich anders und gleich ist trotzdem rum. Und zwar siegreich rum. Ja. Vorbei. Bleibt. Ja, er ist ein Torjäger. Er will mehr, aber es reicht auch so. 5:2 die Underdogs gegen Bavarian Click. Sie müssen dranbleiben. Es ist gut, was die machen. Jetzt der nächste Step vorm Tor. Bisschen mehr kreieren. Aber das geht in die richtige Richtung. Die Hymne. Lasagna. Anton ist sehr im Loch, Hermann. Der tut mir auch leid. Ich fand die auch wieder besser, ne? Also ich fand die besser. Die haben besser gespielt, aber na, machst du nichts. Obacht, eine Wildcard, die von Anfang an startet, nämlich bei Players United. Hört auf den Namen Furkan Ars. Er spielt beim MCA Futsal. Das heißt, Memos Söser und Suat Ak werden diesen Mann kennen. Auf der anderen Seite noch ein bisschen mehr Futsal-Kompetenz bei Players. Und auch das sei nochmal erwähnt. Wir reden über Berlin City mit 2 Siegen, die gut gestartet sind. Aber auch Players United mit 2 Siegen aus 3 Partien. Also ein wahres Spitzenspiel. Also rein in diese Partie. Und natürlich ein besonderes Auge neben Fernschüssen von Pavlos Wiegels gilt der Nummer 8, Stefan Winkel. Zuletzt 4 Tore hat ihm den Titel Icon of the Day eingebracht. Und sie gehen früh drauf. Wie hat Edis kommentiert? Oh, was für fataler Fehler. Übler Fehler. Das muss die Führung sein, aber nein, die haben Lorenzen im Tor. Super Parade. Ah, Ruhe reinbringen. Ist nicht leicht, das haben die ersten Minuten gezeigt. Also Players hat sich auch total gefunden. Da war ich am ersten Spieltag, bin ich ganz ehrlich, noch ein wenig skeptisch. Aber die kommen mittlerweile richtig gut rein. Stark. Söser. Da ist er wieder. Nee. Flo, wir brauchen Agu und Bowser. Ja, wohl dosiert, Freunde. Wohl dosiert. Aber ja, war gut. Boah. Wunderbare Parade, Wiegels.
Da ist hier Pico, der Mann da, mit dem, der sich jetzt gerade an die Nase fasst. Wo der bist jetzt gerade zurückläuft, von dem bin ich ein riesengroßer Fan. Von, ne? Von Johannes Pistol. Ja, Pistol. Ja. So. Von dem bin ich. Pistol. Ja, von Eli gelobte, super Bewegung, super freigespielt, das muss es sein. Das ist es. 1:0 für Berlin City. Wenn du an einen Spieler vorbeikommst, das ist dann wie nur 100%iger. Weil der Platz auch relativ groß ist, wird das belohnt. Zack. Toll gemacht von Pistol. Und dann super gemacht. So, da wurde jetzt zum Beispiel halt gar nichts gebracht. Wir haben heute schon gesehen, dass es, wenn du einen goldenen Ball machst, ein Tor schießt, dass du dann direkt halt 2 bekommst, das ist sehr OP. Aber da musst du komplett offensiv spielen. Da musst du den Gegner pressen. Drauf geschissen, wenn du ein Gegentor bekommst, weil du musst das Risiko eingehen. Apropos Gegentor. Es riecht nach Gegentor und es schmeckt nach Gegentor. Hadži Avdić, Malik, nach schöner Vorarbeit vom ewigen Memo Söser. Ja. Winkel wetzt hinterher, aber der Ball geht einfach auf die andere Seite. Das machen sie gut, wie eben Pistol. Super ausgekontert. Sie sehen ihre Jungs, sie sehen ihre Mitspieler und dann klingelt's. Und Alter, auf der anderen Seite klingelt's auch. Anstoß. Players United, glaube ich, vom Anstoß weg. 2-0 ist das gefährlichste Ergebnis. Ich sag's immer wieder. Aytürk Gecim. Halbzeit. Das ist hektischer als eben dieses Toastbrot futtern. Boah, so, rein im zweiten Durchgang, Luch! Oh mein Gott, 2-0. Direkt das Tor! Es ist das gefährlichste Benjamin Ergebnis. Es ist das gefährlichste Ergebnis. Guten Morgen, Berlin City. Grünberg. Ja, schön. Stellt von Rakaba. Ja! Was eine Fackel! Alter Schwede. Es ist das verschissene 2:0. Marcel Kozo. 3 Longshots. Ja. Na, jetzt bin sie ein bisschen unter Druck. Bisschen giftiger gegen den Ball. Ja, der sucht immer. Der Kopf ist immer oben. Kütsch. Schön, ja, schwer. Gleich anzunehmen für Hadži Avdić. Da haben wir den Block von Berlin City prall gefüllt. Jetzt haben wir richtige Fanblöcke. Kütsch. Ja, er könnte nämlich auch mal abziehen. Oh mein Gott. Weil es kann. Weil er es kann. Alter, wie schießen hat die er alle? Natürlich Glück. Aber trotzdem, da musst du auch mal fackeln. Wie schießen die alle? An den Rücken von Wiegels. Das Junge, ist Pech, aber fackelt doch einfach mal, Freunde. Genau so. Na, Lorenz wartet hinten geduldig. Oh. Ben Abdeslam vor die Füße. Super Parade von Wiegels. Ding lebt noch, aber ganz klarer 9 Meter. Er hat ihn getroffen. Er hat ihn getroffen. Ganz klar. Macht er auch schlau, dass er hingeht. Wird getroffen. Ist ein Elfer. Und ich glaube, Enes Kühl schießt wieder. Ja, so, das Wiegels tut jetzt zwar weh, aber erst es war vor die Füße, ja, von Hadži Avdić. Dann weiß super zweite Parade und dann rasiert. Oh, in die Mitte. Okay. In die Mitte. Das hätte ich mich niemals getraut, ne? Wiegels ganz weit vorne. Vielleicht war das gerade die Absprache. Super rübergelegt. Auf Winkel. Junge, Junge, Junge. Oh, 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 oh. Der hat noch, der oh, hat gut Tempo, der hat gut Tempo, das wird knapp. Das sah eher so aus, als kriegt er den locker, aber der wurde immer schneller. Der wurde irgendwie immer schneller. Und es war nicht mal der goldene Ball, der glitschige. Wiegels, also Torwart. Dadurch ein bisschen mehr Platz vorne für die Kollegen. Der ist nicht drin. Der ist drin. Nein, 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 nein. Er sagt nein. Licht geht an. Schiri sagt, ist nicht drin. Hand? Nee, nee, nee. Der war irritiert. Die Kollegen haben sehr schnell reagiert mit der Lichtsetzung. Ja, ja. Aber Schiri hat gesagt, Freunde, Schiri ich hat gesagt, nee. Ich hab doch ja nichts gesagt. Okay. Dass die Players zustechen wollen und sich dann vielleicht Räume ergeben. Aber dann muss der Ball in den eigenen Reihen bleiben. Gut. Glück gehabt. Der Ball direkt wieder da ist. Also auf ein neues. Der Hadži Avdić, der wirkt zielstrebig. Vielleicht jetzt Abbruch. Moreira. Oh, schöne Bewegung. Gute Bewegung und oh schon Gott wieder. Nein, nein, der war nicht drin. Der Freunde, war lass das Licht hell.
Wir waren doch nicht weiter, 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 ja. Sie müssen noch ein bisschen chillen. Wir wollen immer das Licht ausmachen. So, jetzt könnt ihr. Ja. Komm, jetzt macht dunkel. 5:3 für Berlin City. Ja. Und weil wir ihn gerade am Ball haben, es sind dann doch einige stark. Stimmen mehr, ja, genau, ja, wegen solchen Pässen. MVP stark. Memo Söser. Also da muss ich jetzt auch das erste Mal klatschen heute Abend. Komm, ich klatsche da runter. Das ist ja der Wahnsinn. Der Ball auf ihn war schon wieder so schlau, dass er dann... Der, was geiler Ball der von hat so ihm. Richtig geile, der hat eine richtig geile Ausdauer. Noch gehalten, ja, ja, von, ja, Getschim und sagt, komm. Und macht trotzdem weiter Meter. Für mich auch MVP, das, ja, Spiel. Hammer. Gut, Chat. Sehr gut. Also am Ende wird es dann doch deutlich, weil Berlin City sehr, sehr zielstrebig ist. Eine ähnliche Zielstrebigkeit wie die von One Football. Alter Schwede. Als hätte er es gelesen und würde sagen, ja, ihr mit eurem Söser. Ich mach doch auch eine geile Partie. Was wollt ihr denn? Stimmt ja auch. Alter. Enes Kütsch auf jeden Fall. Krasses Commitment für die Liga. Ja, ja. Super Spieler heute. Back-to-back-Hattrick, ne? Glaube ich. Zweimal ein Hattrick jetzt. Und noch einer. Alter. Gut. Hinten raus wird es jetzt sehr bitter und spiegelt den Sachverhalt nicht genau wieder. Wer war das gerade? Ich habe aber immer noch nicht erkennen können, ob Söser war. Doch, ich glaube schon. Das war ja, Söser. Ja, ja. So einem geilen Unterschied. Jetzt betteln die sich hier. Der wäre auch noch reingegangen. Wer jetzt der MVP-igere MVP ist. Das sind beide krasse Maschinen, ey. Beide teilt sehr, sehr euch stark. Den Titel. Kann ich doch hier nicht entscheiden, ey. Beide zum Interview. So ist es. Wahnsinn. Ja, mach Man of so the Match, Memo Söser und dann hinterher Enes Kütsch. Es heult einmal mehr der Wolf letzte Woche. Also ein einsamer Wolf. 5:7 unterlegen gegen Bürgeramt. Der andere Teamhead, der andere Wolf, der ist heute nicht da. Also eingeführt wird von Simon Terodde. Und sie müssen ein bisschen konstanter spielen als in der letzten Woche. Sie haben 3:0 geführt gegen Bürgeramt und dann ging es noch nach hinten los. Nach einem 4:3 in der Vorwoche gegen B2B, was aufhorchen ließ. Der Rückschlag. Aber das gehört auch dazu. Sie haben so viel Profi-Erfahrung, so viele kerzengerade Charaktere in der Truppe. Die wissen, wie man reagiert. Aber leicht gemacht wird es ihnen auf gar keinen Fall. DNA Athletics, angeführt von Billy. Ein hochmotivierter Toni Kroos erscheint, um Gottes Willen. Der weiß ganz genau, der hat was wieder gut zu machen, nachdem er mich hier stiefmütterlich behandelt hat. Nein, Spaß. Also, ja, such dir ein Mikro deiner Wahl aus, Toni. So, Starting Five, Lirum Larum, Sie haben sie gerade gesehen. Sie, gute alte Sky-Zeit, ich sieze euch. Ja, Starting Five. Okay, Bellareti. Ja. Natürlich bei The Pack wieder die Bundesliga erprobten Jungs dabei. Guck mal hier, ganz viel Liebe für mich. Ja, guck mal, du weißt, wie du dir die abholst, die Liebe. Sehr schön. So. Geht noch? Also, spannende Partie. The Pack hätte letzte Woche mit ein bisschen mehr Ruhe eigentlich die 3 Punkte mitnehmen müssen. 3:0 geführt gegen da ein noch siegloses Bürgeramt. Und dann haben sie es hergeschenkt. Bravo! Und dann nehmen wir gleich. Kubrowski. Auch ein sehr spannender Spieler, Rafael Kubrowski, Nummer 23 bei DNA. Einer, der sehr aggressiv gegen den Ball zu Werke geht und sich jetzt, wenn es blöd läuft, den ersten Treffer fängt. Nee. Akballa. Ja, kleiner Stoß. Was war das, Simon? Ja. Ich glaube schon. Da, das schaue ich jetzt. Schaue ich live an. Wie Schmidt den hält. Doppelparade und keine Dreifachparade. Oh, nö, super kurzweilig. Während ich mir hier einen abschufte und der da Currywurst ist und dann mir hier noch nicht mal meine 2 Fragen beantwortet. In Ruhe Fußball gucken. Der ist drin. Jetzt komm, bitte. Nein! Der war drin. Also den habe ich von hier oben drin gesehen, den habe ich auf dem Bildschirm drin gesehen. Und jetzt fällt es natürlich auf der anderen Seite, ist ja klar. Ja. Aber wenigstens sind die Lichter angeblieben. Ich
was rede ich mit dir, ey? Ja, was willst du? Du hast recht. Der ist so vertieft in dieses Spiel. Erstes Tor, Julian Schmidt. Ich möchte hier was Produktives beitragen. Dass die das eng machen, das siehst du doch selbst. Brauchst du doch jetzt nicht meine Bestätigung hier. Ja, so läuft das Game. Hallo. Ja, Flo, du hattest recht. Die haben es eng gemacht. So. Und jetzt ist Tor bekommen. Weil sie es so gut eng gemacht haben. Sehr gut, Flo. Voll gesehen, Flo. Super eng gemacht. Weißt du, einfach mal so ein bisschen Zucker, aber nein. Guck, ich sagte ja auch, nein. Weißt du, das ist auch so eine Bestätigung. Ich auch nicht machen müssen. Brauche ich nicht. Die Rodde. Ah, 2-0. Kommt gleich die nächste Nachricht von Wolfi. Läuft für sein Team. Erstmal Zeit für eine Pause. Ich beantworte jetzt Fragen und Flo informiert sich. So, Fragen. Bei Rami. Ja, oh. Versuch selber. Schöner Abschluss. Dachte aber vielleicht noch Cekic da in die Spur schickt. Aber das war ein richtig schöner Abschluss. Aber hin und wieder dann doch viele. Das ist jetzt auch interessant, ne? Du führst 2-0 und hast aber diesen Rule Breaker, wenn du triffst, gehst du jetzt mehr Risiko oder nicht? Würde ich nicht machen. Clemens! Der kann nicht nur Assists, der kann auch vollenden. Das ist die Entscheidung, ich leg mich fest. So, also, jetzt muss es scheppern für DNA in den 2 Minuten. Aber ordentlich. Super gespielt. Super gespielt. Bachleitner, derjenige, der es abschließt. Toni sagt, ja bitte. Genau so. Zweites Saisontor für Christopher Bachleitner. Aber bleibst du bei deiner Einschätzung, dass es zu spät kommt? Gibt er da gelb? Nochmal, jetzt hat's. Oha, jetzt. Jetzt macht's Aua. Doppelte Unterzahl. Bleiben wir bei unnötig einfach. Und das ist natürlich brutal jetzt. Und jetzt Hopper. Hin und her. Ja, der muss dann natürlich aufs Tor kommen. Und nochmal rüber. Ja, Cekic. Aber jetzt spielen sie sich zurecht. Aber doppelte Unterzahl ist rum. Jetzt nur noch einfache. 1 Minute. Cekic. Bobrovski. Zu ungenau. Schnell wieder in die Mitte zu Cekic. Kein Foul. Nein, nein, nein. Kein Foul! Und der schöne Abschluss. Und jetzt sind wir voll drin im Spiel. Latzer stellt ihn. Gut verteidigt. Ja. Cekic, starker Fuß ist der linke, bietet ihm die Außenbahn an, will ihn abdrängen. Und das klappt auch in dem Fall. Kein guter Ball vom Torwart. Gut gemacht von Simon. Super. Kopf ist oben. Super Ball. Der nicht drin ist. Not back. Da wird dem Terodde der vierte Saisonassist geklaut. Hier ist noch alles drin. Gute Annahme. Also 10 Sekunden noch, aber so, weg mit ihm. Akbakla hat es eilig. 5 Sekunden. Das wäre auf jeden Fall bislang mit die krasseste Story der Eigentlich. Hey! Haut aber nicht hin. So, war zwischendurch ruppig, ist jetzt rum. The Pack kriegt es dann doch ins Ziel, aber es war wieder knapper, als es hätte sein müssen. Da müssen sie ein bisschen dran feilen. Sei es drum. Das Team von Wolf Fuß und vom Man of the Match hat die 3 Punkte im Sack. Und damit hereinspaziert in schon das letzte Spiel des Abends. Wahnsinn. Das geht dann doch immer ganz flott. Angeführt vom Teamhead, von Sid. Der freut sich, wie immer da zu sein. Jordan Turunariga, glaube ich, heute nicht da. Müssen wir gleich nochmal drauf schauen. Sehr wahrscheinlich nicht da, sonst wird er ja mit einlaufen. Aber auch so strahlen die Eagles.
Also jetzt auch hereinspaziert Basklapp. Zuletzt erfolgreich gewesen gegen Bavarian Click am zweiten Spieltag 8:2 und dann gegen Berlin City letzte Woche wirklich chancenlos gewesen. 0:4 verloren. Dazu am ersten Spieltag gegen One Football verloren, also schon gegen die zwei großen Teams der Liga auch schon rangemusst. Heute nochmal eine Standortbestimmung gegen Focus. Basklapp, finde ich, kann man noch nicht so einschätzen. Also rein in diese Partie. Basklapp in schwarz von rechts nach links. Rein in die letzte Partie des vierten Spieltags. Ja, und wie gesagt, bei Basklapp, das kann man noch nicht so richtig greifen. Also ja, das 8:2 gegen die Bavarian Click, die jetzt auch ein anderes Team sind. Das würde vielleicht dann etwas knapper ausgehen, aber ansonsten haben sie schon gegen One Football und Berlin City gespielt und Focus Eagles sind auch schon gut im Futter. Ja. Also es sind heftige Gegner. Ja, kommt rüber. Oh, guck mal, jetzt Luke. Leg ihn rüber. Oh. Oder mach ihn selber. Alles in Ordnung. Wenn er drin ist. Und der zeigt auch an, ruhig alles bleiben. Alles gut. Da ist er wieder, mein geliebter Nwankwo Kanu, der Focus Eagles. Clinton Emanuel. Block. Ja. DNA-Flagge gegen die Focus Eagles-Flagge ausgetauscht worden. Man hat beides im Koffer. Spiel geht weiter. Aha. Ja, dieses Mal weiß ich es wieder. Golden Ball hat Basklapp und Focus Eagles hat Überzahl. Bradara. Elfmeter? Ja, gut. Ja, er gibt den. Ja, hätte ich auch gesagt. Jetzt aus dem ersten, auf den ersten Blick. Rechts unten. Links unten. Kann sich danach entschuldigen. Yilmaz tritt an. Wie geht das? Schere. Also Ausgleich. Joel Yilmaz. Und jetzt haben wir wieder ein offenes Spiel, aber guckt immer Emijan. Der ist echt. Ist der schon wieder unterwegs? Eieiei. Der verrückte Hund. Also der Trick. Da müssen selbst die Mitspieler lachen. Bei so einem der trägt das ja gerade alleine, ne? Kriegt Wahnsinn. Kriegt guten Begleitschutz. Und wer den Begleitschutz ausnutzt. Die Mucke ist auch genau richtig dazu. Ja, ja, mal das kurz war geistig an die Copacabana manövriert. Wahnsinn. Ja, ey, bei dem Spieltag, Leute, da kriegt man auf jeden Fall wieder Gänsehosen. Boah. Ist aber spannend, ne? Weil Focus Eagles setzt den Deckel nicht irgendwie drauf. Und Basler. Aua. Aua. Ah. Aua. Da ist jetzt mal einer zu viel. Könnte teuer werden, ja, wenn er in die Mitte kommt. Aber auch da, es dauert zu lange. Elmo Rabiti. Boah, was? Nee. Aber dann so. Alter. Habe ich irgendwas gesagt? Nö, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich auch nicht. An der Stelle auch einfach mal. Gar nichts gehört. Unkommentiert lassen, weil ich, jetzt ist die Frage, wollte er das so? Oder der Chat ist auch dabei, gewollt. Ja. Naja, okay. Auch doch. Dann lassen wir das genauso. Kurz vor der Halbzeit. 2:2, sehr enge Partie. Focus 2, Basklapp 2. Zeit für den Red Bull Energy Break. Torwart, super Position. Nowicki. Julian Bauer. Jetzt Rabiti, der ist jetzt auch angefixt von der Zockerei von Tekin. Aber der hat auch, der macht's auch gut, ne? Der Ball gerade beim Tor war wunderbar. Boah, das war super mit der Innenseite. Ja, jetzt muss der Torhüter löschen. Löschen, nur löschen. Oh, jetzt wird's eklig in der Ecke. Schnell weg damit. Wow. Wow. Das war super kombiniert. Wow. Und wieder ist Elmo Rabiti der Vorlagengeber. Wow. Und ich glaube, es war wieder Elmar Howie. Also sie tauschen die Rollen heute. Julian Power, der ist auch später dazugekommen zum zweiten Spieltag. Gute Verpflichtung für Basklapp hinten im Tor. Bis zur U19 war er in der SGE-Jugend. Super Ball. Danach Mainz U19 und sieht zu, wie vorne Elmo Rabiti nicht nur vorlegt, sondern jetzt wieder abschließt. Also
Da wollte gerade noch Julian Power huldigen und schon wieder der Anschluss. Und jetzt müssen wir hier nochmal was einblenden. Nein, Schluss jetzt damit. Ja, ja, gut, haben wir. Es war der Frittenfriede. Guck ihn dir an. Ich will es nicht, wie sagt man, hervorrufen, aber ich glaube, es passiert ein Tor. Und das hieße in der Konsequenz 6:3, weil, nochmal sei erwähnt, goldener Ball gleich Tor, zählt doppelt. Guck mal, der eine Spieler muss sich nur da vorne hinstellen. Die spielen 4-3. Oh, aber auch viel Platz. Das dauert eine Sekunde und es klingelt doppelt. Mein Gott. Vielleicht machen wir es so. MVP El Morabiti. Weil man muss ja einen einloggen, ja. Aber erstmal müssen wir wieder aufs Feld jetzt springen. Und was Timona? Weißt du, was sie jetzt eigentlich machen muss? Hol dir einen Spieler als Torhüter. Hol dir einen Spieler als Torhüter. Was hast du zu verlieren? Die Hände kriegt auch ein Spieler hoch. Wenn sie platziert sind, sind sie so oder so drin. Aber mit dem Ball ein Überzahlspieler, jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Ja, ich glaube, das war's am Ende des Tages. Noch da. Und da sehen wir Liga sehr, sehr eng zusammen. Auch Player sich eben gut verkauft. Oh, nimm das Foul an, dankend. Take it. Nimm ihn. Sit. Keine Hand. Nein, keine Hand, aber dafür schnell zurücklaufen. Geht aber sowieso nicht rein. 30 Sekunden noch. Ja. Also Leute, Elmar Haoui wird MVP und El Morabiti kommt bitte im Interview dazu. Die beiden, die legen sich einfach permanent gegenseitig die Dinger auf. Ich glaube, vor 2 Wochen war das, als El Morabiti 4 Assists hatte und Elmar Haoui 3 Tore gemacht hat. Also die beiden tun sich gut und sie haben hier den Sieg von Bass Club eingeleitet. 6:4.